Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Redstone Tutorial. Bevor ich diesmal zeige, um was es genau geht, möchte ich eine kleine Anwendung zeigen. Ich denke, jeder von euch wollte schon immer mal eine Geheimtür, die man absolut nicht sieht. Aber was macht man mit dem Schalter? Den sieht man ja normalerweise immer noch. Ich habe diesmal einen Schalter, den man auch nicht sieht, wie man hier sieht. Denn hier sieht man nichts außer eine Sandsteinwand. Aber wenn wir jetzt hier mit seinem Redstone hierher geht, habt ihr schon gehört, aktiviert jetzt einen Piston und diese Tür hier geht auf. Okay, der ist noch zum wieder rauskommen und der ist ein Reset, damit es wieder zugeht. Okay, was damit auf sich hat, seht ihr gleich. Okay, ich habe hier nämlich einen kleinen Butt-Switch. Oh, ich habe es gar nicht resettet. Egal. Mir einen kleinen Butt-Switch gebaut. Was heißt denn Butt-Switch eigentlich? Butt heißt Block Update Detector und das macht es auch. Denn immer wenn ich hier in der Nähe sozusagen einen Block update, zum Beispiel hier diesen Sandblock hier mit einem Redstone, wird der Piston hier aktiviert und gibt ein ganz kurzes Signal. Was in dem Fall dazu führt, dass meine Tür hier drüben aufgeht. Theoretisch auch, wenn ich den Block hier wegschlagen würde, hätte ich den gleichen Effekt, genauso wie ich einen Block wieder dahin bauen würde. Was funktioniert natürlich nicht nur da, geht auch genauso gut hier. Oder da. Okay, es gibt verschiedene Formen davon. Das wäre eine. Und ich denke, wir bauen jetzt mal alle nacheinander auf. Okay, ich würde sagen, wir bauen gleich mal die Version, weil ihr es hier schon gesehen habt. Ganz unten die Torch, wie man schon gesehen hat. Dann kommt hier ein Repeater hin. Den braucht man auch zur Zeit, weil mit dem Ding funktioniert es nicht, weil ich muss die Torch hier ausbekommen. Dann brauche ich eins hoch, hier ein Redstone drauf und dann brauche ich hier einen Block. Und dann eigentlich hier nur noch einen Piston. So, den Block brauche ich nicht mehr. Und hier noch einen weiteren Piston, damit das Ganze hier einmal aktiviert wird und der Piston sich wieder zusammenzieht. Und das ist genau das Modell da drüben. Immer wenn ich jetzt hier einen Block update, wird das aktiviert. Block Update heißt zum Beispiel auch, wenn ich gerade dabei bin, mal eine Erde drauf und wo ist es denn? Ich nehme eine Hoe dazu, dann wird es auch schon aktiviert. Funktioniert auch mit einem Ofen. Moment, das zeige ich auch kurz. Im Ofen rein und warte, ich nehme am besten Holz, weil es dauert nicht so lang. Oh, ich habe da schon Holz. Genau, wenn der Ofen aktiviert wird, dann geht einmal das Block-Update, Butt-Switch wird aktiviert, es geht einmal durch und sobald der Ofen ausgeht, passiert das gleiche nochmal. Sprich, man könnte eine Konstruktion bauen, die einem dann sagt, wann der Ofen fertig ist. Genau, schon wieder fertig. So, ach, noch eine Kohle. Ich muss jetzt Charcoal sein, Tatsache. Okay, dann gibt es noch eine Vertikal? Doch, das ist vertikal. Vertikale Version. Schaut dann so aus. Eigentlich vom hinteren Prinzip. Also das ist eigentlich schon fast identisch. Repeater. Sandstein. Also ein Block überhaupt. Muss ja nicht Sandstein sein. Redstone. Redstone Torch hier. Dann der Sandstein drauf. Und jetzt hier. Moment, ich kann da eigentlich gleich hier so durch. Und dann hier eine Linie ziehen. Und dann hast du es eigentlich auch schon. Funktioniert auch wunderbar. Das habe ich auch irgendwo bei der Tür, da drüben habe ich noch so eine Tür gebaut. Das war meine erste Tür, die ich mir im Butt-Switch gebaut habe. So, das waren die beiden. Dann gibt es noch eine vertikale Variante. Huch. So, sozusagen, die kann man die Decke anbringen. Dann brauche ich hier einen Redstone. Hier brauche ich wieder einen Repeater. Da muss das Signal hochleiten. Hep. Nee. So. Ebenfalls. Da auch. Und hier. So. Genau, jetzt funktioniert es auch. Zack. Wunderbar. Hat sogar 5 Ansprechstationen. Und jetzt kommt so ziemlich der größte Butt-Switch. Der hat sogar 6 Ansprechstationen. Moment, jetzt 2, 3. Ich weiß schon gar nicht mehr wie viel.
1, 2, 3. Obwohl, das ist gar nicht so schwer. Ich habe hier den Block. Bis hier muss es gehen, weil ich muss dann hier abschneiden. Und hier muss es an sein, genau. Dann... Moment. 1, 2, 3, 4. Doch. Hier ein Repeater. Hier ist ein okay. Interessant. Okay. Ah ja, funktioniert also nur mit dem aktivierten. Nee, das brauche ich jetzt aber gar nicht. Jetzt ist jetzt doof, dass das direkt daneben drin ist. Okay, das ist jetzt doof, dass das direkt neben dran ist. Dann mache ich das kurz weg, weil das stört nur jetzt. So, bei dem sind es die 6 hier. Und natürlich hier drüben auch. Jetzt habe ich es nicht gesehen. So. Genau, das ist hoch der größte Bad Switch. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Neben Pisten, neben Geheimtoren wie den hier. Den müsste ich auch mal wieder resetten. Einen Moment. So, resettet. Kann man noch zum Beispiel, wie ich da drüben habe. Ist noch ein anderes Geheimtor. Das hat mit Eisentüren. Man sieht nur die Eisentüren, hat sonst keine Schalter. Ich glaube hier war's. Ich glaube, funktioniert auch mit einer Redstone Torch. Kann man dann hier durch. Und okay, hier habe ich es noch mit einem Button gemacht. Kann man dann hier zumachen. Und hier kommen wir dann auch so wieder raus. Das habe ich extra so gelegt. Ist eigentlich ganz simpel gebaut. Hier der Butt Switch, den vertikale Form, die hatten wir ja schon gesehen. Geht hier zu einem Ares Knowledge, einer Speicherzelle und schickt dann das Signal hier einmal zur Tür. Und der Reset-Knopf hier resettet einmal den Ares Knowledge. Eigentlich ganz simpel. War bei den Pistons ein bisschen komplizierter, weil man das mit den Türen nicht so leicht aufkriegt. War ein bisschen gefummelt mit den ganzen Schaltungen, mit den ganzen Leitungen. So, hier seht ihr auch schon Bud Switch. Das ist nämlich ein Tagessensor. Warum ist der gerade auf Nacht gestellt? Achso, ja klar, nee, er ist auf Tag gestellt. Oder aus heißt ja Tag, genau. Sprich, wenn es jetzt dann gleich Nacht wird, ich hoffe, das funktioniert jetzt dann auch. Machen wir es mal Nacht. Dann wird dadurch, dass hier das Wasser fließt, der Erdblock hier unten, also das ist ja im Moment ein Grasblock, zu einem Erdblock. Das heißt, der Block wird geupdatet demnach. Und dann wird das Ganze aktiviert. Geht hier zu einem Toggle. Und der schiebt dann den Pisten hier weg, also aktiviert den Pisten so rum, damit es kein Wasser mehr da ist, damit am Tag dann wieder aus dem Block hier, aus dem Erdblock dann, wenn er das geworden ist, wieder Gras werden kann. Deswegen hier auch überall die Grasblöcke, damit das auch möglichst schnell passiert. So, ich liebe diesen Vorführeffekt, weil es funktioniert nämlich gerade nicht. Großartig. Ist ja toll. Das kann es ja nicht sein. Ich könnte natürlich jetzt improvisieren. La. Wir sagen einfach, es ist jetzt passiert. Mir glaubt mir jetzt hoffentlich einfach. Dann wechsle nämlich das. Habe ich hier nämlich einen Erdblock. Wenn ich jetzt wieder auf Tag gehe, dann müsste dann wieder zu Gras werden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wenigstens auf Anhieb. Wenn es nämlich Gras wird, Block-Update, wird es hier aktiviert, wieder auf meinen Toggle. Und... der schiebt es dann weg, wodurch das Wasser wieder fließen kann und das Ganze dann wieder dunkler wird. Dadurch kann es dann in der Nacht zu einem Erdblock werden. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Hier brauche ich noch ein bisschen Schatten. Genau, jetzt haben wir es gerade gesehen. Block-Update aktiviert und jetzt schiebt es das weg und in der Nacht wird es dann wieder andersrum passieren. Hey, das hat sogar geklappt. Ja, Gott sei Dank. Okay. Dann habe ich alles gezeigt. Die Schaltung da drüben, die können wir uns hier kurz anschauen, aber da gehe ich jetzt nichts mehr darauf ein. Repeater geht halt hier runter, hier habe ich ein Ares Knowledge. Der
aktiviert mir hier, also die Leitung geht dann hier wieder hoch, aktiviert hier mir die ganze Schaltung, damit die Geheimtür aufgeht. Und die andere Pressure Plate, die dann hier ist, die... Halt, Moment. Halt die Pressure Plate hier hinten, die resettet. Hier ist ja der Ares Knowledge, die muss hier bloß resetten. Aber die andere, die muss hier das Ganze nochmal aktivieren, deswegen habe ich sie hier hochgeschickt und dann aktiviert die mir das Ganze nochmal, wodurch ich dann raus kann. Das habe ich aber noch, glaube ich, gar nicht gezeigt. So, das war bloß ein Reset und hier müsste das jetzt aufgehen und ich kann raus. Und es funktioniert immer noch. Okay, man sollte den Redstone natürlich abbauen, sonst weiß natürlich jeder, dass da was ist. Da kann ich raus, das ist der Reset und es geht wieder zu. Wunderbar. Okay. In dem Sinne habe ich euch alles gezeigt. Also, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.